Hallo liebe Märklin-Freunde, wir begrüßen euch zurück auf unserem Kanal. Wir hoffen, ihr hattet eine gute Woche und freut euch auf eine neue Vorstellung. Heute allerdings keine Märklin-Lok, sondern die schöne ESO Wiebe 216. Viel Spaß dabei und wir beginnen wie immer mit dem Unboxing. Ja, und wie aktuell üblich bei ESO kommt diese schöne Lokomotive in der Sichtfensterverpackung und bringt neben dem Zusatzbeutelchen insgesamt 31 Funktionen mit, die wir natürlich im späteren Teil dieses Videos vorstellen. Also zumindest die wichtigsten. Die Entwicklung der DB Diesellokfamilie V160, zu der die Loks der Reihen V160, später 216, 215, 217, 210 und 218 sowie das Einzelstück 219 gehören, reicht bis ins Jahr 1956, dem Auslieferungsjahr der ersten V200 Serienloks zurück. Damals beauftragte das Bundesbahnzentralamt, kurz BZA, in München den Lokomotivhersteller Friedrich Krupp in Essen mit der Entwicklung einer einmotorigen Streckendiesellok, die in der Hierarchie zwischen der zweimotorigen V200 und der einmotorigen V100 stehen sollte. Kommen wir nun zu den Highlights des Modells. Neu konstruierter Rahmen und Gehäuse, Aufbau und Rahmen aus Metall, durchbrochene Lüftergitter im Dach, geätzte Laufgitter, mehrteilige Drehgestellblenden mit echten Stahlfedern, mein Gott, das klingt wie Musik, separat angesetzte Griffstangen und Trittstufen, gefederte Puffer, Kupplung im kulissengeführten NEM-Schacht, fünfpoliger ESO-Motor mit zwei Schwungmassen, Antrieb über Kardan, Schneckengetriebe auf drei Achsen, zwei Haftreifen, LokSound 5 Decoder für DCC, Motorroller M4 und Selectrix-Betrieb, selbstständige Anmeldung an Zentralen mit Railcom Plus oder MFX-Funktionalität, Powerpack Speicherkondensator für unterbrechungsfreie Spannungsversorgung, Lautsprecher mit großer Schallkapsel für höchsten Soundgenuss, Universalelektronik mit Steckschleifer und Schiebeschalter zum Umschalten zwischen Zweileiter- und Mittelleiterbetrieb, Raucherzeuger synchron zum LokSound, digitalisierte Originalgeräusche einer 216, sensorgesteuerte Kurvengeräusche bei langsamer Kurvenfahrt, fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel, zugseitiges Spitzensignal abschaltbar, Rangier-, Führerstand- und Führerpultbeleuchtung, Bremsfunken beim scharfen Bremsen, Pipette zum Befüllen des Raucherzeugers und eine zweite Kupplung liegen bei. Befahrbarer Mindestradius 360 mm, längerer Puffer 184 mm. Ja, und neben der Wiebe-Lok sind natürlich auch die beiden anderen Herbstneuheiten jetzt gerade bei unserem Händler eingetroffen und können auch sofort bestellt, gekauft oder direkt vor Ort abgeholt werden. Und zwar einmal die 31008 und die 31009, Wohltalbahn und Press. Ja, und wenn man sich
Kritik erlauben darf bei diesem Modell, stellt sich die Frage, warum sieht man durch die Maschinenraumfenster Lötstellen und den Decoder? Ist das richtig so oder haben wir hier ein Modell, wo irgendwas fehlt? Ja, wir haben einfach mal unsere Klappe gehalten, um den Sound auch jetzt schon bei den ersten bewegten Bildern wirken zu lassen und kommen jetzt zur Vorstellung der wichtigsten Funktionen. Wir beginnen wie immer mit der F0, dem fahrtrichtungsabhängigen Lichtwechsel weiß-rot. F1, Fahrgeräusch ein-aus im Stand. F2, Signalhorn hoch. Hier im Bild zu sehen die F7, die fahrtrichtungsabhängige Führerpultbeleuchtung, sowie die F4, die fahrtrichtungsabhängige Führerstandsbeleuchtung. F9, Signalhorn tief. F10, der Schaffnerpfiff. F11, ankuppeln, abkuppeln. F14, Pressluft ablassen. F16, Führerstandstüre auf, zu. F18, Bahnhofsdurchsage 1. F20, Rangierfunk 1. Wir haben frei, kannst kommen. Wir haben frei, kannst kommen. F22, Rangierfunk 2. Dort mit drei Wagen des 3112 von Gleis 2 nach Gleis 101. Jawohl, hab verstanden. F23, Zugheizung. F24, Kompressor. F25, Sanden. F29, Rangierfunk 3. Noch drei Längen. Noch zwei. Noch eine. Noch eine halbe. Und halt. F30, Vorwärmgerät. Kommen wir nun zu ein paar schönen Fahrszenen. Ja, ein, wie wir finden, wirklich erstklassiger Bremssound, dann noch gepaart mit dem Funkenflug am Fahrwerk. Wirklich toll. Nein, hier ist uns natürlich nicht die Sicherung rausgeflogen, sondern wir testen jetzt einfach mal den Powerpack Energiespeicher.
Ja, die wirklich unserer Meinung nach sehr gelungene Wiebel 216. Die beiden anderen Neuheiten von ESO gleicher Bauart werden nicht anders sein, natürlich nur anders lackiert. Wir sind begeistert, muss man wirklich sagen. Wir haben ja auch schon zwei ESO-Lokomotiven. Von daher ist es bei den Funktionen jetzt nicht stark zu unterscheiden. Wenn man mal hier durch das Betriebsheftchen durchblättert, findet man natürlich noch die ein oder andere schaltbare Funktion, weil die meisten davon sind bekannt. Jetzt gleich zum Ende des Videos dann nochmal der betriebsschwere Last, die F13. So, aber jetzt die F13-Funktion. Schwere Last. Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit diesem Modell. Wir sind selber davon begeistert. Ja, und wenn auch ihr dieses Modell haben wollt, unten in der Beschreibung der Link zu unserem aktuellen Werbepartner, dem Modellbahncenter Recklinghausen. Und ansonsten wünschen wir euch eine gute Woche. Bleibt gesund. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.